Vier Grundkräfte beherrschen den Lauf der Welt. Zwei wirken im Innern der Atomkerne und regeln das Zusammenspiel der Kernbausteine. Die dritte Kraft ist die Grundlage unserer heutigen Informationsgesellschaft. Sie hält unsere Computer am Laufen und lässt unsere Städte des Nachts erstrahlen. Die vierte ist die schwächste von allen, doch sie reicht am weitesten. Sie hält unser Universum zusammen und zwingt die Planeten auf ihre Bahnen. Sie lässt Sterne in sich zusammenstürzen zu schwarzen Löchern, aus denen es keinen drinnen gibt. Die Gravitation. Massenanziehung nennen wir sie auch, denn je größer die Massen der Himmelskörper sind, desto größer ist auch ihre gegenseitige Anziehungskraft. Die Bahnen von Galaxien, von Sternen und Planeten werden ebenso von den Kräften der Gravitation bestimmt wie der Weg eines Kometen oder eines Meteors. Manchmal trifft so ein Himmelskörper auch unsere Erde und hinterlässt ein Chaos wilder Zerstörung. Auch der Regentropfen, der zur Erde fällt, unterliegt dem Einfluss der Gravitation. Die Menschen erfahren ihre Wirkung jede Sekunde als Schwerkraft oder Erdanziehung. Vom Tag unserer Geburt an bis zum Ende unserer Tage sind wir ihr ausgeliefert. Als Kinder lernen wir ihr zu trotzen. Und ehrfürchtig bewundern wir jene, die sie meisterhaft beherrschen.